Ostermontag in Freiburg fehlte neben dem langzeitverletzten Mischkowski weiterhin Mirko Reinke wegen seinem Aufprall gegen die Bande. Radek Todt trainiert wieder und musste als 7. Ausländer pausieren. Bei den Gastgebern fehlt neben dem langzeitverletzten Vasicek weiterhin Topstürmer Aaron Fox. Mehrere Leistungsträger der Wölfe standen gegen Krimmitschau das erste Mal seit 5 Tagen wieder auf dem Eis. Sie wurden von einer Grippe geplagt. Geplagt wurde der DEL-Absteiger aus dem Breisgau die ganze Saison mit schlechtem Eishockey. Ziel war der schnelle Wiederaufstieg. Am Ende rutschte die teuerste Zweitligamannschaft der Freiburger Eishockey-Geschichte sogar noch in den Abstiegsstrudel. Leistungsträger und Schlüsselspieler konnten die hohen Erwartungen nicht annähernd erfüllen. Nach dem Rauswurf von Trainer Pavel Groß soll nun Doug Bradley den Klassenerhalt verwirklichen. In einem mentalen Problem und mangelnder Disziplin sah Freiburgs Sportdirektor Thomas Dolak die Ursache für das Nichterreichen der Playoffs. Mit dem Abstieg droht nun der Super-GAU und der direkte Durchmarsch von Liga 1 in die 3. Division. Dieses nach dem guten Abstiegsrundenstart jedoch eher unwahrscheinlich. Suboptimal begann der Auftakt in der Montagspartie für Krimmitschau. Nach einem hohen Stock von Katan an Maresch mit fragwürdiger Verletzungsfolge erhielt Katan von dem jüngst als besten Schiedsrichter der 2. Liga ausgezeichneten von de Ven eine 5+ Spieldauerstrafe. Maresch konnte nach kurzer Pause weiterspielen. Ehrenbergers Team überstand trotz permanenter Unterzahl das erste Drittel durch kompakte Leistung unbeschadet 0:0. Den Auftakt des Mittelabschnittes verschliefen die EDC-Cracks etwas. Einen Abpraller Martinovic konnte Jirschi Jeselenka zur Wölfeführung nutzen. Bulli im Eispiratendrittel. Der Freiburger stolpert, Bambridge mit einem Alleingang. Und er vergibt die Möglichkeit zum Ausgleich. Wölfe-Coach Bradley konnte nur teilweise mit seinem Team zufrieden sein. Dominant war es nicht. Krimmitschau bot die Stirn und gestaltete das Match ausgeglichen. Das 1:1 durch Eric Schneider folgte in Minute 27. Freiburg. Über Steve Palmer. Dessen Pass gelangt zu Chris Lipset. 2:1, ein herrlicher Schlagschuss. Super gepasst von Palmer und Lipset, der den Puck schnurgerade ins Gehäuse hämmerte. Krimmitschau kämpfte und hatte zahlreiche Chancen zum Ausgleich. Freiburg kontert. Und die an diesem Abend kompakte Abwehr lässt den Gegner nicht zum Zug kommen. Letztes Drittel. Thorsten Heine. Heine. Der Ausgleich für Krimmitschau. Schön gemacht von Heine, der erst seinen Gegenspieler stehen lässt und dann im Nachschuss Bronsart im Tor überwindet. Der ETC hatte sogar den Siegtreffer auf dem Schläger. Erik Schneider hat die Chance, aber Bronsart wehrt ab. Ehrenbergers Truppe hielt das respektable 2:2 und es folgte das Penaltyschießen. Freiburg begann mit Steve Palmer, der Martinovic zur Führung überwinden konnte. Ryan Smith scheiterte an Bronsart. Martinovic parierte Lipsets Penalty. ETC-Kapitän Hoferberg trifft und gleicht aus. Peter Maresch verschießt. Mark Smith kommt an Christian Bronsart nicht vorbei. Wölfe-Kapitän Henrik Kölscher schießt daneben. Radek Witt verfehlt ebenso das Tor. Für Freiburg Lukas Slawetinski.
Martinovic hält. Der letzte Schütze, Schneider, kann den ETC-Sieg klar machen und scheitert. Das Penalty ging in die Verlängerung. Diesmal traf Hoferberg nicht. Palmer kann Freiburg zum Sieg schießen. Toll gehalten von Martinovic. Garrett Bambridge läuft an und bringt den ETC in Führung. Chris Lipset muss treffen, sonst ist Grimmitschau Sieger. Und er macht das Tor. Was für ein Krimi. Nächste Runde. Ryan Smith scheitert. Peter Maresch hat es auf dem Schläger. Und er macht den glücklichen Freiburger Siegtreffer. 3:2 der Endstand. Einen Punkt nimmt Grimmitschau verdient mit nach Hause, die in der Breisgau die beste Leistung der bisherigen Abstiegsrunde ablieferten. Die ganze Spielweise und Einsatz war absolut in Ordnung. Gut, diese Situation mit Penaltyschießen. Sicherlich hätte ich nach dieser Leistung gerne, dass die Mannschaft 2 Punkte nach Hause mitbringen kann. Und ich glaube, es wäre nicht unverdient gewesen, aber gut, im Penaltyschießen musst du das halt so nehmen, wie das kommt. Das ist manchmal halt ja so Situation, wo alles durch Kleinigkeiten entschieden wird. Die Tabelle der Abstiegsrunde wird überraschend von Bad Tölz angeführt. Der Klassenerhalt ist den Löwen fast sicher. Gefolgt von Freiburg, Kaufbeuren und Essen. Das Feld liegt eng beieinander. Mit 4 Punkten und Rang 5 konnte der EDC den Anschluss wahren. Der Sprung auf Platz 4 sollte nach der Leistung von Freiburg möglich sein. Mit Bad Tölz zu Hause und auswärts haben die Eispiraten natürlich einen ganz schweren Brocken zu besiegen. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal.